Morgen. Morgen. Ausgeschlafen. Nou, einigermaßen. Ja, dann wollen wir mal. Ja, dann wollen wir mal. Sie nehmen auch schon so früh Fahrunterricht? Ich nehme nicht, ich gebe. Sie geben? Frau Rumberg. Und Sie sind der Herr Dobermann. Ach, Sie sind mein Fahrlehrer. Ja, ich hoffe, Sie haben nichts dagegen einzuwenden. Nein, nein. Bitte schön. Haben Sie schon mal in einem Auto gesessen? Ja, schon öfter, ja. Ja, da haben Sie also eine gewisse Ahnung, ne? Na, überhaupt nicht. Nicht? Na, ich habe immer nur hinten gesessen. Also, dann nehmen wir zuerst mal das Technische. Ja, aber muss denn das sein? Also, für technische Dinge habe ich überhaupt kein Interesse. Lieber Herr Dobermann, Sie wollen doch schließlich der Führerschein machen. Ja, aber, was heißt, ich will, ich muss? Schließlich wollen Sie Ihr Auto von einer Kaffeemühle unterscheiden. Bitte einsteigen und die Türen schließen. Andersrum. Andersrum, Herr Dobermann. Ja. Ach, ja, so, ja. Ja. Bisschen eng hier, ne? So. Sind aber ganz schön mollig. Na, da wollen wir mal. Oh, Herr Dobermann, da will ich mich was neben Sie setzen. Ein Glück, dass Sie wenigstens schlank sind. Ja, ich war ja auch 8 Tage krank. Ach, Sie Arme. Herr Stehm, aber viel zu nah an der Mauer. Ja, was machen wir denn da? Da müssen wir ein bisschen zurückfahren. Ja. Machen Sie mal da die Handbremse los. Hand, so. Ach, das hier, ja? Ja, und ja. Da fahren wir ganz von ja. Selber. Ha. Ein Stückchen zurück. Gut. Ich kann ja fahren. Ja. So, Herr Dobermann, jetzt hören Sie mal ganz genau zu, was ich Ihnen sage. Zuerst schalten wir mal den Motor ein. Ja, Motor. So. Ja. Und nun treten Sie das linke Pedal durch. Das linke? Ja. Ja, so. Und fassen hier den Griff. Fass ich Griff, ja. Nicht mein Knie. Daneben. Ah ja, ja. Ich fasse daneben. Ja, und nun lassen Sie das linke Pedal langsam los und geben mit dem rechten langsam Gas. Mit dem rechten? Ganz langsam. Ganz langsam. Na? Das war doch schon ganz schön, nicht? Welchen Wagen nehmen wir jetzt?